Und willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Ja, in der letzten Episode hatte ich ja hier unten den Bezirk eingenommen und ich bin echt noch immer überlegen, soll ich oben vielleicht noch King's Farm einnehmen? Ich meine, das bringt mir halt auch im Endeffekt mehr Gold und ich glaube, eigentlich will ich das machen. Ich weiß, ich hatte gesagt, ich mache die Geschichte weiter, aber man wird ja auch nochmal seine Meinung ändern können. Dann geht's jetzt auf nach King's Farm. Ja, ich habe da vorne gerade, glaube ich, den Schatz markiert. Ja. Ah, eben kurz hier als Schwerter und Dolch. Und bei der King's Farm machen wir es natürlich genau wie vorher auch. Ich kümmere mich zu Beginn ein bisschen um die Jungs dort. Ist auch wieder eine 2, also Schwierigkeitsgrad. 2, Banden-Ding. Aha. Oh, ich sehe gerade. Ich habe ja... Okay, also eine Schatzkarte haben wir auch, die hier irgendwo was macht. Und tschüss, Jungs. So, wie ich gesagt habe, ich kümmere mich vor allem zu Beginn ein bisschen um... Na... So. Ich kümmere mich zu Beginn, wie ich gesagt hatte, vor allem ein bisschen... Oh, ich sehe gerade, ich muss ja auch ein paar andere Sachen machen. Na. 3 Kundschafter muss ich töten. Da vorne ist der erste. Da sind es nur noch 2. Die Hauptaufgabe ist es jetzt für mich einfach hier gerade erstmal vor allem ein bisschen aufzuräumen. Na, Mist. Das war jetzt natürlich ganz große Kacke. Na, schön, da kommen jetzt auch noch Wachen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nee, die ignorieren mich quasi. Das finde ich gut. Ja, wer schießt denn da auf mich? Oh, den wollte ich doch gar nicht töten. Naja. Wenn wir schon dabei sind. Töten wir halt alle. Irgendwo war da oben vor und außerdem, da hat noch irgendwer auf mich geschossen. Das hatte ich ja gesehen. Oh, das gibt's doch nicht. Wer schießt denn hier auf mich? Nein. Oh. Da haben wir aber gar nicht aufgepasst. Das gibt's hier natürlich auch noch. Die Banden. Mörder. Diese Bandenangehörigen. Böse, böse, böse. So, und dann geht der Kampf hier los. Und tot. Der nächste. Nee. Oh Jungs, ich tue euch doch nichts. Also jetzt schon, wenn ihr mich angreift. Dann muss ich halt jetzt alle umbringen. Und ich auch. Und ich auch. Oh.
Okay, da kommen jetzt zumindest gerade ein paar böse Jungs an. Na, so, Nummer 1. Nummer 2 hat sich quasi selbst getötet. Oh, ich habe Gold auf der Bank. Das finde ich gut. Das können wir also nachher hier dann gleich wieder einiges abholen. So. Hier ist irgendwo noch jemand. Ich will ja mal eben kurz hochklettern. Oh, ich sehe jetzt da hinten auch einen Gewehrschützen. Na, kriegen wir die? Ja, wunderbar. Den werten Herrn da hinten. So. Wusste ich doch, der hat einfach mal genervt. Ja, kommt ruhig alle. Kommt ruhig, kommt ruhig, kommt ruhig. Ich mache euch alle fertig. Zack. Und man sieht ja auch wieder hier das Kontern. Ich habe mich mittlerweile wieder dran gewöhnt. Das geht eigentlich ganz gut. Wann machen wir den? Hier vorne haben wir irgendwo auch noch scheinbar jemanden. Ah, da hinten. Nee, das kann der ja gar nicht sein. Der Bandenführer hat mich entdeckt. Oh, ach, das war der Bandenführer. Oh, das war aber leicht diesmal. So, ausweichen, wegschubsen, dann kümmern wir uns erstmal um den jungen Herrn. Der ist tot. Ja. Ich bring euch alle um. So. Ich muss jetzt vor allem aufpassen mit eventuellen Anschleichern sozusagen. Na, klettern wir erstmal hoch. Kümmern wir uns eben einmal um die Flagge. Ja, die Stufe 3, die hole ich jetzt aber wirklich erstmal noch nicht. Ich mache jetzt erstmal hier erstmal nur die einfachen Stufe 2 Gebiete noch. So. Okay, jetzt haben wir hier auch scheinbar keine bösen Jungs gerade in der Nähe. Reicht das hier vorne nicht als Distanz? Ich meine, das wäre praktisch, wenn das reicht. Nee, reicht nicht. Jetzt reicht es aber. So, das müsste es gewesen sein, ja. Ha. Schön, der nächste Bezirk gehört uns. So, dann haben wir hier das Bandenlager auch kaputt gemacht. Auch hier gibt es natürlich zwei Renovierungen. Hier gibt es auch wilde Tiere. Füchse kann man hier jagen. Und wie ihr seht, hier gibt es auch Wohlstand. Ja, also ich vermute, wir verbringen hier wahrscheinlich doch den größten Teil der Episode jetzt noch. Na. Das mit den Karten kriege ich auch nicht hin, ne? Wir werden ja wahrscheinlich noch einen guten Teil der Episode verbringen mit, ja, mit Sachen einsammeln. Ja, King's Farm haben wir damit jetzt befreit, sagen wir. So, irgendwo hier war noch ein Schatz. Ja, direkt da drinnen.
Ah, hier ist auf jeden Fall auch noch. Das ist praktisch. Munition. Irgendwo hier muss doch dieser blöde. Ist die oben drauf? Ja, da vorne ist sie. Hier ist sie. Blub. Plündern und. Müsste ich eigentlich auch irgendwo dieses Bankding. Ja. Ich vermute dann eben, unter uns ist dann das Bankding, weil da hatten wir ja gesehen, da sind 2100 Pfund waren da schon wieder drin. Ne, hier ist es nicht. Okay, ich setze mir da auch mal eben kurz eine Markierung drauf. Wo ist denn das? Ach, da oben. Bin ich gerade scheinbar schon. Muss ich ja eigentlich schon drin gewesen sein. Dann gehen wir diesmal noch einmal den richtigen Weg. Naja. Okay, so viel zum Thema. Wir gehen den richtigen Weg. Ja, und wie man noch wieder im Hintergrund hört, da reden sie die ganze Zeit schon wieder auf Englisch. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm. 2100 Pfund. Ja, ich glaube, zu Beginn hatte ich mal gesagt, 2100 Gold. Oh, ha. Ich lerne es echt nicht. Ja, dann sind hier auch noch ordentlich Kisten. Ja, alles gut, Jungs. Immer chillig bleiben. Immer schön geschmeidig bleiben. Ja, wenn ihr mich nicht angreift, dann greife ich euch auch nicht an. Ich weiß, das ist ein ganz neues Konzept bei mir. So, hier oben gibt es Wohlstand. Das ist ja, wenn man davon genug einsammelt, dann kriegt man einfach mehr Gold. Dann das erhöht die Einnahmen. Okay, wo ist hier der? Ah, da. Aber wir haben sie überwältigt. Bedeutet nur, wir müssen jetzt ja doch ein, zwei Jungs umbringen. Mal gucken, wie viele es wirklich werden. So, die haben mich jetzt ja alle nicht entdeckt. Das finde ich gut. Das ist hinten schon im nächsten Gebiet. Da wollen wir sonst momentan gar nicht rein. Dann geht es auch noch hier oben zum nächsten Wohlstand. Vermutlich da wieder irgendwo auf dem Dach oder so. Ich laufe da einfach mal ein bisschen außen rum. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt ja hier auch nicht. Wieso brennt es da hinten eigentlich? Ich muss jetzt ja hier auch nicht wirklich. Ich muss ja jetzt hier nicht zwangsläufig jeden Attentäter ausschalten. Ich vermute, dass sie sowieso nachkommen. Gut, damit haben wir den nächsten Wohlstand eingesammelt. Da haben wir eine Templerkarte und einen Kriegsbrief. Die holen wir und dann geht's nach da hinten. Sehe ich das echt richtig? Wir haben ja gar keinen Aussichtspunkt. Okay. Gut, haben wir hier halt gar keinen Aussichtspunkt. Genau, wir nehmen noch eben den Kram hier mit und holen uns dann hinten die erste Renovierung. Wir holen uns hier natürlich, wenn wir uns das leisten können, beide Renovierungen im Gebiet. Ja, ich muss euch dann vermutlich wirklich jetzt schon wieder auf die nächste Folge vertrösten. Für die Hauptmission. Ah, River Valley, okay. Ah, oh, und ich sehe, vorhin hatte ich ja da das Ding, hier ist ja auch irgendwo ein Schatz. Ja. Sind wir direkt dran vorbeigelaufen. Zack. Und ein geheimes Briefchen. Das ist schön. Dann holen wir uns da vorne die Truhe zuerst. Ja, Kings Farm. Schön, schön. Ja, warum einfach da durch bei den Gittern vorbeilaufen?
wenn man auch hier lang laufen kann. Okay, hier haben wir ein kleines Flüsschen. So genau hatte ich mir die Karte scheinbar dann wirklich gar nicht angeguckt. So, nochmal wieder ein paar Pfund. Ja, ich sag jetzt noch ein paar Mal Pfund, weil dann... Ja. Dann vergesse ich das nicht, dass es ja alles Pfund waren. Ja, das ist ja alles einnehmbar, alles machbar. 600 Pfund mehr Einnahmen bedeutet das jetzt. Das ist auch, ja, also für mich ist das momentan echt eine ganze Stange Geld. Ja, noch mehr Einnahmen. 2900 Pfund, wenn man bedenkt, ich habe da vor kurzem irgendwie 400, 500 Pfund gehabt als reguläre Einnahmen. Und dann haben wir jetzt 2900. Das ist dann ja doch schon eine gewisse Steigerung. Ja, finde ich gut. Kings Farm. Und wie gesagt, ich darf hier nur nicht vergessen, bevor ich ja nachher das Gebiet komplett verlasse. Irgendwo ist hier eine Schatzkarte. So ein kleines Schätzchen würde ich natürlich auch noch ganz gerne mitnehmen, weil... ja, also ich hatte ja damals schon gesehen, es gibt ja momentan mehr als genug, was ich kaufen kann. Also ich könnte mir ja noch neue Pistolen holen. Ich könnte mir, ja gut, Dolch habe ich eigentlich gerade einen ganz guten. Aber ich könnte mir noch, ich könnte mir auf jeden Fall noch, ja mein Schiff, da gab es ja irgendwie 1000 Sachen gefühlt. Oh, da vorne ist ein Fuchs. Das finde ich gut. Nummer 1. Nummer 2. Der Fuchs gefällt mir auch viel besser als der Wolf. Ja, und es tut mir echt leid, dass ich ja die Tiere töten muss. Aber ich brauche halt auch so einen Fuchspelz. Um mich dann zu verbessern. Okay, da vorne ist auch wieder irgendwo ein Attentäter. Gucken wir gleich mal eben. Aber wir holen uns vor. Ah, Beutel für Pistolenmunition. Das ist doch mal... Das ist doch mal praktisch. Muss ich auch mal kurz den hier holen. Dann gehen wir jetzt natürlich direkt in die Anfertigung rein. Anfertigung. Gesundheitssteigerung, die haben wir ja schon. Da brauchen wir, genau, Polarhasenfell und kanadischer Luchs. Da müssen wir auch mal gucken, wo wir das kriegen. Mehr Leben ist natürlich auch immer ganz gut. Für Pistolenmunition. Ah, wir können jetzt... Okay, eins haben wir nicht. Aber wir können zwei uns holen. Das dürfte ja wohl auch reichen. Dann haben wir jetzt vermute ich 10 zusätzliche Schüsse. Okay, das ist da ganz hinten irgendwo. Der Attentäter hier. Irgendwo da. Dann gehen wir doch erstmal nach hier vorne und holen uns hier zumindest die Schatztruhe. Wir sind bereit, gute Werke zu tun. Ja, das bin ich auch. Vor allem, weil das gute Werk mir im Endeffekt viel mehr Gold bringt. 350 Pfund, meine ich. 350 weitere Pfund. Das ist doch ganz schön. Da haben wir jetzt 3307 Pfund. Das sind ja ein bisschen mehr als 350 Pfund. Ich hatte es ja schon damals gesagt. Ich habe ja schon einmal so eine Wohlstandssteigerung. Ja, scheinbar gibt es dann in den anderen Gebieten vielleicht noch mehr Renovierungsmöglichkeiten, kann das sein? Weil bei mir steht jetzt irgendwie Renovierung 15% und ich habe jetzt ja schon drei Gebiete und es gibt nur noch 1, 2, 3. Gut, aber wie ich gesagt hatte, um die werde ich mich erstmal nicht kümmern. Ich habe Schatzkarte. Schatzkarte, Anfang, Stärke, Datenbank, wo haben wir die denn? Welt. Okay. Ich hab vergessen, wie man Schatzkartet. Ich glaube, ich laufe. Schatzkartet, auch ein geiles Wort. Also so geht so Wort. Ich hab vergessen, wie man die anguckt. Das muss ich gleich mal irgendwie rauskriegen. Also vorn. Look sharp, lads. Ich bin vorhin irgendwie hier hochgelaufen und ich war noch nicht ganz hier oben. Dann kam da schon
Falsche Taste gedrückt. Da habe ich mal eben rausgetappt. Ja, ich denke, ich überlege mir das mal eben kurz. Wir beenden hier die Episode. In der nächsten Folge gucken wir uns noch, ob wir noch weitere Schätze hier in New York jetzt schon irgendwie direkt einsammeln können. Ich gucke mal eben zwischen den Episoden an, wie ich das mache. Dann sammeln wir die Schätze ein und dann geht es wirklich erstmal wieder aufs Meer mit den Hauptmissionen weiter. Vielleicht bessere ich vorher noch ein bisschen mein Schiff aus. Also verbessere es noch. Nicht besser es aus, als wäre es kaputt. Naja, hier geht es beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin.